Moin, wir geben euch heute einen exklusiven Einblick zum neuen RS e-tron GT. So, und wenn wir jetzt hier schon mal bei der Front stehen, fangen wir auch gleich vorne an. Erstmalig verfügbar bei Audi ein Single Frame, wo wir die Farbe wählen können. Wir können es entweder wie hier in der Variante in Schwarz wählen, wir können es noch in Grau wählen, wir können es aber auch in Wagenfarbe wählen. Das ist dann dem Kunden selbst überlassen. Was natürlich auch auffällt bei dem Auto, ist diese extrem flache und breite Form. Es ist einer der flachsten Audis und einer der breitesten Audis, die es je gegeben hat. Das werden wir gleich auch noch von hinten deutlicher zu sehen bekommen. Ein weiteres Highlight des e-tron GTs ist das durchgehende Leuchtenband, was hier einmal quasi im neuen Design aufgestellt wurde, mit markanten Linien im Lichtdesign. Ein weiteres Highlight im Heck ist natürlich der Riesendiffusor, der hier noch mit Carbon geschmückt ist und natürlich mit dem Optikpaket Schwarz Plus Beschriftung und Audi-Ringe auch in Schwarz. Ein weiteres Highlight befindet sich auf dem Dach des Fahrzeuges, und zwar ist das das optionale Carbondach, welches 12 Kilogramm leichter ist als das optionale Glasdach. Ein weiteres sehr wichtiges Thema, gerade bei Elektrofahrzeugen, ist Aerodynamik. Was grundsätzlich schon mal sehr gut ist, ist ein geschlossener Kühlergrill, da wir da viel Luft verdrängen können bzw. die Luft schön ums Auto geleitet wird. Und alles, was wir hier am Fahrzeug sehen und alle Öffnungen, haben eigentlich eine Funktion. Das heißt, hier unten haben wir Lufteinlass, wo hinter steuerbare Klappen sind, die die Luftzufuhr für den Kühler steuern. Wir haben hier einen Lufteinlass, der die Luft übers Rad strömen lässt, und wir haben meistens geschlossene Felgen, um die Luft am besten am Auto entlang zu führen. Weiter geht's mit der Luft direkt hinter dem Rad. Hier haben wir nämlich eine zweite Luftführung, die hier entlang des Kotflügels geht, und dann wird die Luft schön am Auto entlang geführt. Was natürlich auch durch eine hervorragende Aerodynamik herbeigeführt wird, ist eine brachiale Beschleunigung. Das Auto beschleunigt im Boost-Programm mit 643 PS von 0 auf 100 in 3,3 Sekunden und von 0 auf 200 in ungefähr 11 Sekunden. So, kommen wir nun zum Interieur. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also hier folgt eine markante Form die andere. Zudem noch das ganze Carbon im Innenraum. Der Alcantara-Dachhimmel, einfach ein unglaubliches Auto. Wir haben ein Klimabedienteil, was Tasten hat. Das heißt, ein bisschen oldschool. Allerdings ganz angenehm zu bedienen. Ansonsten kennen wir das Audi-typische MMI, das Virtual Cockpit. Ein Audi-typisches Lenkrad. Und natürlich eine Audi-typische Designsprache auch im Innenraum mit sehr markanten Formen und sehr einzigartigen Formen. Was ganz neu ist, sind die Sportsitze, die auch sehr angenehm geformt sind, einen sehr guten Seitenhalt bieten und trotzdem sehr komfortabel sind. Jetzt in diesem Fall bei dem RS-Modell noch mit einer RS-Prägung unter der Kopfstütze. Gewöhnungsbedürftig ist am Anfang ist der neue Schaltknauf, Knauf in Anführungsstrichen, und zwar ist es nur noch ein kleiner Schieberegler, wo wir die Fahrstufe eben per Ziehen einlegen. So, aber nicht nur vorne haben wir angenehm Platz, sondern wir haben ja hier ein GT, also haben wir auch hinten noch eine Sitzreihe. Wir haben hinten Einzelsitze. Ich, um das kurz als Referenz zu geben, bin 1,95 groß. Nehme jetzt einfach mal hinter mir und meiner Sitzeinstellung Platz.
welches zwar möglich ist, aber ich sag mal gerade an der Grenze des Machbaren ist, wenn 1,95 Meter hinter 1,95 Meter sitzt. So, kommen wir nun zu einem sehr wichtigen Punkt. Das sind nicht die Türen, sondern die Tür zum Laden. Und zwar unsere Lademöglichkeiten. Wir haben auf der Fahrerseite die Möglichkeit, AC zu laden, also Wechselstrom, also den Strom, den wir auch zu Hause haben. Auf der Beifahrerseite finden wir unseren Schnellladestecker. Und da gehen wir jetzt auch gleich mal hin. So, gleiche Klappe, nur andere Seite und andere Stecker. Hier haben wir wieder den AC-Ladepunkt, also unser Wechselstrom-Ladepunkt. Mit dem Öffnen der kleinen Klappe darunter haben wir unseren großen kombinierten Stecker, unser Gleichstrom-Ladestecker. Wir haben die Möglichkeit, bei dem Auto mit 270 kW zu laden. Und wenn wir das tun, können wir in 22 Minuten von 5% auf 80% vollladen. Das Wichtige bei den Fahrzeugen ist immer, auf Langstrecke auch wirklich nur bis 80% zu laden, da die letzten 20% ungefähr so lange dauern wie der Ladeprozess davor und damit sehr, ich sag mal, uneffizient sind. So, das war es auch schon mit unserem Produktvideo zum Audi RS e-tron GT. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Interesse habt an dem Fahrzeug, dann meldet euch doch gerne beim Audi-Zentrum in Oldenburg. Ich muss eigentlich da lang.